Schönen guten Morgen, guten Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube-Video. Nach dem Urlaub ist mittlerweile schon wieder zu 100% in der Routine angekommen und ich tue mir damit ehrlich gesagt immer ein bisschen schwer. Also immer wenn ich mehrere Tage auf Routine war, wieder in die Routine reinzukommen und viele von euch werden das bestimmt kennen. Jetzt gar nicht so im Hinblick auf den ganzen Bodybuilding-Kram, das funktioniert eh immer. Ja, sondern vielmehr mit dem Workflow, Arbeiten, Steps machen, diese ganzen To-Dos einfach und alles irgendwo am Schirm haben. Ja. Und macht man dann im Urlaub oftmals schon so ein paar Notizen von Dingen, die ich danach unbedingt erledigen muss, einfach damit ich sie wirklich erledigt bekomme und eventuell eben auch zum Stichtag. Weil so wie jetzt zum Beispiel, wo der neue Monat angebrochen ist, sind immer haufenweise To-Dos zu erledigen, was jetzt buchhalterische Dinge betrifft. Die Selbstständigen unter euch, die werden es kennen. Auf jeden Fall haben wir jetzt heute Montag. Heute steht auch wieder einiges an. Jetzt letzte Wochenende war schon super voll. 8 Leute bei der Evo-Sichtung gehabt. Die haben leider nicht dabei sein können, aufgrund von ein paar Umständen. Freitag davor, Hochzeit. War mega schön. Also nicht meine, sondern andere Hochzeit. Zu Gast gewesen. Und ich habe tatsächlich dort mein eigenes Essen mitgehabt. Es hat niemand irgendwie blöd geschaut oder einen blöden Kommentar fallen lassen. Ich habe ganz normal meine Tupperboxen ausgepackt und bin dann schlussendlich so durch den Tag gegangen. Ja, hat alles sehr, sehr gut hingehauen, so overall. Also ja, war erfolgreiches Wochenende. Heute, wie gesagt, Montag. Heute steht ein Live-Form-Check an, vielleicht auch 2. Jetzt müssen wir mal schauen, wie die heutige Routine so grundsätzlich ist. Ich bin schon mit den ersten Check-ins durch und dann schauen wir uns das Ganze jetzt down the road an. Auf jeden Fall gibt es heute auch eine Brust- und Bizeps-Session. Habe ich jetzt, glaube ich, noch nie gezeigt auf diesem Kanal. Also ich werde später im Video noch ganz kurz was zu der Flexibilität in der Programmgestaltung sagen, weil das meiner Meinung nach ein Fehler ist, den die meisten machen. Beziehungsweise ich werde auch sagen, was so der grundlegende Fehler ist in der Wahl von einem Trainingssplit oder generell der Gestaltung von einem Trainingslayout. Weil da scheitert es meiner Meinung nach sehr, sehr häufig. Und das ist auch der Grund, warum ich in der Vergangenheit für mich persönlich nicht das Optimum kreiert habe. Jetzt nicht auf dem Blatt Papier, auf die Muscle Gaining Properties bezogen, sondern vielmehr auf die Integrierbarkeit in den Alltag bezogen und dass ich jetzt mit der Trainingsrotation, mit dem Layout so ein bisschen was gefunden habe, was für mich einfach sehr, sehr gut funktioniert, ist, sage ich jetzt mal, sehr, 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 sehr viel wert. Sehr, sehr viel wert. Genau. Dementsprechend gehen wir jetzt mal weiter im Text. Gehe jetzt mal hier an den nächsten Check-ins. Die schauen noch ein bisschen fertig aus. Bin jetzt seit 1,5 Stunden auf und habe schon roundabout 5000 Steps drin, das ist schon mal ein cooles Zeichen. Und dann schauen wir uns das jetzt über die nächsten Stunden an. So, wir widmen uns jetzt einmal hier diesem ersten Meal. Wir haben hier 200 Gramm Egg Whites mit 200 Gramm Brokkoli, ein bisschen Sriracha-Soße drüber. Und dann habe ich hier Resteverwertung betrieben. Also ich habe eigentlich immer, für den Fall, dass mal Chicken ausgeht, einen Chicken-Aufschnitt daheim. Und das ist immer eine Packung, die habe ich immer zu Hause. Und heute war es so ein Fall, dass ich jetzt eigentlich immer Chicken daheim gehabt habe und deswegen dieser Aufschnitt heute abläuft. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache den jetzt einfach als erste Mahlzeit über Maiswaffeln. Das heißt, Kartoffeln im ersten Meal jetzt mit Maiswaffeln ersetzt und Chicken mit Chicken-Aufschnitt ersetzt, beziehungsweise einfach ein bisschen weniger Eiklar auch genommen. Und das gibt es jetzt hier als erste Mahlzeit, wie der Tag heute genau ausschaut. Ich habe ehrlich gesagt keinen Schimmer, weil wir auch Besuch haben von Mellys Fam. Und dementsprechend müssen wir mal schauen, wie wir mit Primo machen, weil Primo jetzt nicht so lange alleine bleiben soll auch. Und ich aber gern trainiere, beziehungsweise dann auch einen Formcheck habe. Schauen wir mal, was das wird hier. Ja, auf jeden Fall schauen wir uns jetzt mal hier die erste Mahlzeit an und wünsche euch viel Spaß beim weiteren Video. Vergesst nicht zu supporten und Kommentare liken und alle Dinge machen, die man so macht auf YouTube. Sehr herzlich willkommen im Gym aller Gyms. Heute aus der Powerlifting Area, weil ich lieber da Kurzhantel drücken tue als dort. Hanteln einfach, der alte Hantelsatz aus dem Top Gym. Die OG-Leute wissen Bescheid. Wenn nicht, dann unbedingt bei den Videos weit runter scrollen und Enhanced Physique Prep 2021 anschauen. Da habe ich sehr viel im Top-Gym trainiert, das sind mittlerweile nicht mehr
existent ist. Dementsprechend jetzt hier kurz andrücken, Incline, zwei Sätze, noch ein Warm-up mit 30, ein Warm-up mit 40 und dann werden wir hier auf, nehmen wir mal an, 50er gehen. Ja, 50er erscheint sinnvoll, hier zwei Sätze machen als erste Übung und somit einen guten Einstieg ins Brusttraining haben. Und ich weiß auch nicht, warum Kurzhanteln so einen Bad Rap bekommen, ja, von allen Seiten. Wahrscheinlich so, weil die Leute einfach nicht kontrolliert trainieren können, keine kontrollierte Dumbbell Press ausführen können. Dann ist natürlich eine Maschine überlegen. Allerdings sehe ich Kurzhantelrücken als eine sehr coole Übung an tatsächlich, wenn man ein paar Kleinigkeiten beachtet. Also die Bänke hier sind einfach um ein Vielfaches angenehmer. Hanteln relativ weit innen greifen. CC hier an der Hantel. Habt ihr ein bisschen mehr Range of Motion, ein bisschen mehr Stretch. Was ich euch auch immer empfehlen würde, ist, keinen vollen Lockout hier mitzunehmen. Finde ich so um einiges leichter, auch die Kontrolle zu wahren. So, wir haben jetzt als zweite Übung hier die Standing Cable Chest Fly. Einfach aufgrund von der Tatsache, dass jede Übung, um meine Schulterblätter derzeit zu freien Bewegungsablauf haben, ja, Bewegungsfreiheit nach vorne, nach hinten, für meine Schultern ein bisschen angenehmer ist. Dementsprechend hier stehend anstatt sitzend und oder an einer Maschine, funktioniert derzeit einfach um einiges besser. Hier einen einzigen MyRest-Vorsatz und dann sind wir auch hier schon wieder ready mit dem Chest-Part. Also was ihr hier seht, das ist ja ein ganz
zentralen Fehler vermeiden will. Und zwar das vorne Zusammenführen der Hände. Hier wirklich schön Ellbogen vorne zusammen, Ellbogen in die Brust reinrücken und damit ist hier eine volle Brustkontraktion auch gewährleistet. Finde ich so in der Variante ganz geil. So, wir gehen zum Bizeps-Part über. Starten mit zwei Sätzen hier an der Gymnastic Preacher. Zweimal 5 bis 8 in etwa. Niedrige Rep-Ranges for the win. Let's go. Jetzt noch Rope Hammer Curls für Brachialis und okay, so weit auch nie passiert. Wow. Okay, für Brachialis und die Armbeugkomponente abzurunden. Boah. Jetzt hier im ersten Satz, im zweiten Satz werden wir das Ganze toppen. Es sind 2 Reps mehr als das letzte Mal, which is awesome. Ich bin jetzt erstmal komplett durchnässt, weil ich gerade einen Primo geholt habe, der da jetzt mit mir im Posing-Raum chillt. Jetzt gibt es Post-Workout und das hat genau in den 10 Minuten, wo ich jetzt unterwegs war, so geschüttet. Also komplett nass. Idee ist, what it is. Jetzt erstmal hier Post-Workout-Meal. Natürlich darf das Foto für Instagram nicht fehlen. Und dann gibt es 2 Posing-Sessions. Ich freue mich jetzt schon sehr drauf mit Daniel. Ich werde euch vielleicht das eine oder andere zeigen. Auf jeden Fall jetzt, wie gesagt, hier Foto für Instagram, stabil. Ist jetzt ein bisschen alternativ Skür mit Beeren und Cornflakes. Habe ich daheim schnell zubereiten müssen, weil, wie gesagt, der Plan heute ein bisschen sich spontan geändert hat. Aber it is what it is. Auf jeden Fall werde ich da jetzt mal so ein bisschen trocknen, die Klima ausschalten und dann werde ich mir hier meinen Post-Workout genehmigen, bevor es in die Posing-Session geht. Gehen wir mal in die Front-Pose. Eine Runde zum Aufwärmen durch. Ja. Gefällt mir sehr gut. Kommen Oberkörper da noch ein bisschen nach vorne. Ja, so. Da die Hüfte ist, also da in dem Fall. Und die Füße wieder dahinter. Genau, du schiebst das Becken so ein bisschen nach vorne. Ja. Schau, dass du Oberkörper im Sinne von Kopf, Hüfte, Fuß auf einer Linie hast. Nur rein. Und was probieren kannst, dann als Variation, ist so eine seitliche Variante. Das heißt, wenn sie sagen, relax einmal, nicht sterben bitte. Wenn sie sagen, also angenommen, du stehst in der Back Double und dann sagen sie, okay, Drehung nach vorne und Bauch, Beine. Passt, drehst dich her, gibst mal zuerst D. Kannst oben lassen. Ja, ist einfach ein flüssiger Übergang. Ja. So, zack, zack, ja. Und was du dann machen kannst, ist eben noch diese seitliche Variante. Yep. Drehen nach vorne, in die Bauchbeine. Ja, seitliche. Ja. Direkter Walk to the Front, direkt rein in die Front Pose. Besser als was ich gedacht habe, wie du mit dem Gewicht ausschauen wirst. Ich gedacht, wir müssen ein bisschen tiefer runter, damit wir den Look kriegen. Was hast du gesagt, mit tiefer runter?
Ich habe gedacht, wir müssen noch ein bisschen tiefer runter, damit wir diesen Look kriegen. Diese Tightness, dieses Conditioning. Weil du bist zu 99% ready. Ja, nice. Bin sehr happy, Maya. Bin sehr happy. Ja, jetzt noch Baseline-Tage bis inklusive Mittwoch. Dann geht's ab. Ein bisschen Check-in am Montag machen dann drauf. Kriegst mal Mittwoch noch Updates durch. So, meine Lieben. Live-Form-Checks dann. Post-Workout drin. Bin jetzt wieder zu Hause. Check-ins gehen weiter. Später noch ein Progress-Podcast für euch, in dem wir wieder cool quatschen und eure Fragen beantworten. Wenn euch das Video gefallen hat, unbedingt Kommentar da lassen, Daumen nach oben da lassen, alles, was das Zeug hält. Supportet diese Projekte. Ja, alles, was ihr dafür tun müsst, ist zu kommentieren. Pretty simple. Ja, kann jeder machen. Vielen lieben Dank dafür und ansonsten wünsche ich euch heute noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Peace und gute Rennen.